schmeckt gut, ne? Nice. Doch, das schmeckt sehr gut. Finde ich geil. Die Capri-Sonne. Ja. Aber ich weiß nicht, ob dieser Nachgeschmack von Kreatines hat. Ich glaube nicht. Also Tyrosin, glaube ich. Ne? Tyrosin ist der Killer beim Geschmack auf jeden Fall. Ja. Erstmal, was geht ab, Freunde? Jess, willkommen zu einer neuen Folge von Sommerschwein. So, einige Minuten sind vergangen. Ne? Ganz genau, wir haben erstmal, also wir machen das momentan immer so, wir setzen uns eigentlich immer vom Training vorne hin. Nur diesmal machen wir es immer so, beziehungsweise aktuell machen wir das diesmal so. Wir trinken Booster und dann warten wir erstmal so 10, 15 Minuten. Heute war es eineinhalb Stunden. Ja, bis der einfach ins System reinkommt, bis der langsam reinkickt, weil wir haben keine Kalorien drin und wir sind tief in der Diät, deswegen wollen wir schon so ein bisschen, wir brauchen den Push vom Training. Genau. Jetzt merke ich auf jeden Fall langsam, wie der Booster reinkickt. Ja. Und der Booster-Geschmack war auch richtig gut. Das war orange, glaube ich, von Prozis, dieser Booster. Ja, Prozis Big Shot hieß der. Big Shot, the one and only. Ich würde sagen, wir reden nicht zu lange, Booster genau. Wirkt. Training. Higher Volume, mehr Wiederholungen. Und dann kann es losgehen. Und das sind wir auch schon wieder zu Hause. Es gab gerade 60 Gramm Whey direkt nach dem Training und jetzt gibt es ein, ja, das haben wir schon öfter mal gemacht, aber schon länger nicht gezeigt, auf jeden Fall. Haben wir hier ein, Thunfisch, ja, wie nennt man das, Dip-Art oder? Paste. Eine Thunfischpaste. Bestehend aus 140 Gramm Mais, 150 Gramm, das sind noch 150 Gramm Thunfisch, ne? Ja. 150 Gramm Thunfisch. 3 Toastwitz dazu geben und 40 Gramm Miracle Whip, so leicht, das schmeckt einfach nur weltüberragend. Das ist, ja, also wer Thunfisch mag, der wird das lieben. Auf jeden Fall gibt es jetzt diese Toast. Ihr merkt vielleicht auch nicht, also vielleicht habe ich es auch rausgeschnitten, aber ich kann gerade kaum reden, weil ich einfach, nicht denken kann, weil ich einfach Hunger habe und essen muss. Deswegen würde ich sagen, wir reden jetzt nicht zu lange, ziehen das nicht zu lang. So, ihr habt es gerade gemerkt. Weil jetzt, wenn ich nicht reden kann, dann kann ich mir nicht filmen. Also dann kann ich nicht filmen, was ich sage. War das verständlich, Bro? Keine Ahnung.
Momentan machen wir das so, gestern war es auch schon so, dass wir uns ein paar Kalorien für abends aufsparen. Es ist mittlerweile schon 7 Uhr. Also das ist momentan etwas intuitiver. Wir schauen einfach, wie unsere Energielevel sind. Die waren bis jetzt sehr gut und meine, ja, jetzt kann man noch... Jetzt, ja, genau, deswegen... Kommt perfekt das Essen. Genau, deswegen gibt es jetzt erstmal schön dickes Meal mit 40 Gramm Reis gekocht. Also das, nein, seht ihr, 40 Gramm ungekocht. Genau, das seht ihr ganz unten, so ein ganz bisschen Reis. Also ganz genau, so ein kleines bisschen Reis habt ihr gerade im Foodclip gesehen. Und dazu gibt es dann 200 Gramm Putenfilet, dann noch ein bisschen Gemüse, alles reingeschmissen in den Topf. Genau. Und mit Knoblauch angebraten, ja, schön. Also wir ziehen heute eher sogar unsere Kohlenhydrate fast schon mehr aus dem Gemüse als aus dem Reis, ganz einfach. Weil Reis überhaupt nicht sättigt, das ist perfekt für den Aufbau. Genau. Ein bisschen Reis geht zwar in der Diät auch, aber sowas würde ich lieber im Aufbau essen, genau, weil die Kaloriendichte einfach, genau, viel höher ist als zum Beispiel bei den grünen Bohnen, bei Mais, Champignons. Sowas füllt einfach extrem gut und hat kaum Kalorien. Dabei Vitamine und viele Ballaststoffe. Ich würde sagen, das ist das perfekte Meal, die perfekte Mahlzeit, um satt zu werden und gut was im Magen zu haben. Ne? Hat uns gerettet, Freunde. Hat uns gerettet. We're always and forever. Our love will never die. And we'll stay strong together. Just take my hand, we'll brave the weather. I've lost my will to fight. I need you by my side. If change is for the better, then we're going down and we're together. Now as we make our final stand, we watch our kingdom fall. And through the sorrow, ich weiß ja gar nicht, ob man mich sieht, ob man mich hört, ob ich gerade im Bild bin. Auf jeden Fall bin ich gerade 45 Minuten zum Kollegen gegangen, zu Henny. Die Strecke bin ich noch nie zu Fuß gegangen und vielleicht 4 Mal, wenn es hochkommt, mit dem Fahrrad hingefahren. Auf jeden Fall mache ich das Ganze, um ein paar Kalorien zu verbrennen und die Aktivität hochzuschrauben. Ich könnte auch Fahrrad fahren, aber ich hatte irgendwie Bock noch dabei, nebenbei ein B-Roll zu filmen und vom Fahrrad die ganze Zeit abzusteigen, aufzusteigen. Wäre ein bisschen, ja, unkomfortabel. Deswegen bin ich zu Fuß gegangen, habe mein Fahrrad nicht genommen. Ich bin einfach gerade 45 Minuten gegangen, die ganze Zeit gefilmt. Kann nicht mehr. Ich brauche da so 10 Minuten. Das gute alte MW2, wer hat es damals auch gezockt? Das war, glaube ich, mein erstes CD. Das glaube ich nicht nur, da bin ich mir sicher. Es war mein erstes CD. Auf jeden Fall ist jetzt der nächste Tag. Ich stehe gerade mit meinem Ventilator. Es ist gerade 19.11 Uhr und ich hoffe, das Video wird zu gegen 8:30 online kommen. Also, diese Aufnahme ist gerade erst entstanden, wenn ihr das Video seht. Wenn ihr das Video sofort seht, also am gleichen Abend, wenn ihr es natürlich ein paar Tage später seht, dann seht ihr, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hoffen wir, euch hat dieses Video gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich habe ein paar mehr B-Rolls reingehauen diesmal. War ein bisschen aufwendiger das Video. So, ja, ich weiß gar nicht. Falls euch das interessiert, dann könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, dass es euch interessiert, wie lange wir an Videos sitzen und die schneiden. Auf jeden Fall werden wir über einen Daumen nach oben sehr glücklich über einen Kommentar, wie ihr das Video fandet. Ihr könnt ja mal einen Kommentar hinterlassen mit dem Hashtag immer, einfach um zu sehen, wer, ja, ich sag mal, immer bis zum Ende guckt. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Und ich würde sagen, bis morgen, falls ihr nicht abonniert habt, würden wir uns auch über ein Abo freuen. Bis morgen, weil wir sind der Daily Vlogger. Ciao.